Gebrochen rationale Funktion ist unser Thema, Asymptotenpole, Nullstellen und zu dem ganzen Kram, wir tasten uns ran über Übungen. Also das Verstehen ist ja immer das Wichtigste, wissen, worum es geht. Naja, machen wir folgende Übung und zwar, als erstes hatte ich mir so überlegt, wir bilden mal das Integral von 1 bis 3 über x² minus x geteilt durch x und den ganzen Mist mal der x. Jetzt bin ich mal gespannt. Macht mal. Wunderbar, der erste ist schon fertig nach 37 Sekunden. Nee, also nach 42. Er hat einfach geschrieben, Integral hat er so gelassen und hat gesagt, x² durch x minus x durch x, den ganzen Kram mal dx. Anders geschrieben ergäbe das, das Integral bleibt so, 1 bis 3. Und jetzt geht's los. X² durch x ist x. Und x durch x, also minus 1. Ja, und das alles mal dx, dann tut es nicht mehr so weh. Dann haben wir aus der gebrochenen rationalen Funktion was gemacht. Und dann geht das weiter. Ich habe jetzt mal keine Lust, das alles noch einzusetzen. Kann man machen. Hier ist Integral zu bilden, ist nicht mehr schwer. Aber trotz alledem hat dieses Ding einen Haken. Welchen Haken hat diese Funktion? Wenn ich mir diese Originalfunktion hier, wenn ich mir die angucke, dann gibt es da ein kleines Problemchen und zwar bei x ist gleich 0, ne? Denn durch 0 zu dividieren ist für uns noch nicht erlaubt. 1 rangemalt. Unterm Strich, ich kann hier auch eine Wertetabelle machen mit dem ganzen Gerät, aber ich kann x minus 1 auch als Funktionsgraphen zum Zeichnen nehmen. Mit dem einen Haken hier, ich mache den mal hellblau, hier geht er durch bei minus 1 und hat genau den Anstieg 1, saust hier also durch. Aber ich habe das nicht umsonst hier gemacht. Genau in diesem Punkt gibt es eine sogenannte Lücke. Das ist eine Lücke. Da ist es nicht definiert. Na, also das ist in diesem Fall nichts Schlimmes. Hier kann man dann weiterrechnen, alles kein Problem. Ich habe ganz bewusst die Grenze von 1 bis 3 gewählt, denn von hier bis 1, 2, 3 hier, das kann man leicht ausrechnen und so weiter. Das machen wir nach anerkannten Regeln der Kunst. Das war der eine Weg. Jetzt haben wir hier, ich zeige es mal ein bisschen deutlicher, jetzt haben wir hier in diesem Bereich diese Funktion so umgeschrieben, sodass wir die dann ganz, ganz, ganz stark vereinfachen können. Wir müssen allerdings immer die Originalfunktion angucken. Achtung, die hat diese Lücke. Deswegen beim Zeichnen von Graphen und bei Überlegungen war es nämlich, ich kann nicht hier in diesem Bereich integrieren, das geht nicht. Wissen wir aber alles schon. Durch dieses ganz einfache Umformen komme ich dann wieder auf eine Funktion, die ist integrierbar. Einen Weg gibt es noch. Wir gehen den mal und ich schreibe erstmal was auf. Eine Polynomdivision ist auch nichts Gefährliches. Wir erinnern uns mal an dieses schriftliche Dividieren aus der vierten Klasse. Wenn ich zum Beispiel sage 123 geteilt durch 3, dann rechne ich 1 durch 3 geht nicht, aber 12 durch 3 ginge. 12 durch 3 ist 4. Jetzt kommt der Rückwärtsschritt. 4 mal 3 ist 12. Und ich ziehe diese 12, die ich durch den Rückwärtsrechenschritt ermittelt habe, nochmal ab. Ich habe das extra mal hier in Klammern gesetzt. Ich sage gleich warum. So, dann bleibt hier 0 übrig. Und dann sage ich, die nächste Zahl, die ziehe ich mir runter. 3 durch 3 ist 1, 1 mal 3 ist 3, ich ziehe die ab, bleibt nichts übrig, dann kann ich mich freuen, dann bleibt hier kein Rest. Machen wir mal ein anderes Beispiel, nehmen wir mal 41 durch 3, dann sage ich 4 durch 3 ist 1 mal, 1 mal 3 ist 3, ich ziehe das wieder ab, ich mache extra jetzt die Klammer drum, ich weiß, das geht auch ohne Klammer. Jetzt ziehe ich ab, habe ich hier eine 1, jetzt hole ich mir die nächste 1 von hier oben runter. Und sage 11 durch 3, naja, ganz passt es nicht, das ist 3 mal 3. 3 mal 3 passt rein, ist 9. Also jetzt wieder zurück, 3 mal 3 ist 9. Ich ziehe die 9 ab und erhalte hier 2. Und jetzt höre ich an der Stelle N2 auf. Ich könnte jetzt auch mir noch hinterm Komma was holen, aber das will ich gar nicht. Ich sage, das ist 2 durch 3 ist Rest 2 Drittel. Wenn ein Rest übrig bleibt, dann ist das 13 plus 2 Drittel. Thema hoffentlich klar, das ist das alte Verfahren. Den Platz brauchen wir jetzt aber, das lösche ich nochmal schnell weg. So, jetzt wird es spannend. Jetzt machen wir das Ganze auch mit so einer Aufgabe. Kann man ganz genauso machen. Also, ich sagte, wir schnappen uns den ersten Kram, dieses Polynom.
x Quadrat durch x ist x. Jetzt rechnen wir wieder zurück. X mal x, hier, x mal x, dieses. X mal x ist x Quadrat. Das schreiben wir sicherheitshalber bitte in Klammern. Ich weiß, es geht auch anders, aber ich habe zu viel Mist erlebt dabei. Was bleibt übrig? Abgezogen 0. Jetzt komme ich zu meinem x. X durch, minus x durch x ist minus 1. Minus 1 mal x ist minus x. Achtung, jetzt kommt der Nutzen der Klammer. Abgezogen. Ein minus x abgezogen heißt minus minus plus x. Minus und plus heben sich gegenseitig auf. Jetzt bleibt nichts übrig. Und das war ja nichts anderes als das, was wir hier oben schon hatten. Ne? Hier, das hier. Das ist das Gleiche rausgekommen. Das hat geklappt. Wir machen mal eine nächste Aufgabe. Und zwar hatte ich mir eine überlegt, die heißt jetzt... Oder, kleinen Moment, ich scroll nochmal zurück. Schreibt das nochmal ab, wenn ihr das noch Lust habt. Nächstes Beispiel, was ich mir überlegt habe, geht mal mit folgendem Term um, und zwar von 2 bis 5. Das Integral über x² plus 2x plus 1. Und den ganzen Kram teilen wir, das hat man wahrscheinlich schon im Blut, durch x plus 1 und den ganzen Mist mal der x. Ich kann die Klammer hier weglassen, weil der Bruchstrich wie eine Art Klammerersatz wirkt. Legt mal los. Ja, wenn wir bis hier hinten hingekommen sind, kann man den Rest schon fast zum Kopf machen. 13,5. Hier ist nicht Flächeneinheiten gesucht. Ne? Also jetzt 13,5 ist der pure Wert. Wir wollten jetzt keine Fläche haben. Und jetzt macht mal bitte diese Polynomdivision mit x² plus 2x plus 1 und teilt den ganzen Kram durch x plus 1. Das schreibt man aber wirklich in Klammern, sonst geht es nicht. Ne? Das wäre ja mathematischer Schwachsinn sonst. So, macht das mal. In diesem Fall macht man sich keinen großen Kopf. Man sagt x², schnappt man wieder das erste Glied dieses Dividenden und teilt nur durch x. Also keinen Schreck kriegen. Ne? Nur durch x und dann gucken. Also nochmal der Tipp. Ich fange an. X² geteilt durch x ist x. Jetzt muss ich loslegen. X mal x ist x². Und jetzt kommt x mal 1. Also ich muss einmal hier und einmal hier wieder zurück multiplizieren. X mal 1, also plus x. Plus 1 mal x ist plus x. Ne? So, einklammern den ganzen Kram. Minus davor, Strich drunter. Macht mal weiter. Und jetzt mache ich den Rest noch weiter. Ich ziehe das also ab. Ne? Aufpassen, Minus und Plus. Ergibt dann eine entsprechende Reaktion von 2x, 1x abgezogen bei dieses x. Jetzt sieht man das schon. Da jetzt kein Rest übrig bleibt, kann ich hier aufhören. Ich bin an der Stelle fertig. Na gut, nächste Aufgabe. Moment, soll ich nochmal Pause machen? Jetzt hatte ich mir noch eine überlegt auf diesem Weg, und zwar das Integral von 2 bis 4 über folgendem Term. X² minus 1 geteilt durch x plus 1 und das alles mal dx, und dann werden wir mal sehen, was bei rumkommt. Man sieht die dritte binomische Formel, zack, 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 wird dieses ein ganz einfacher Prozess wieder. Ich habe dann, dx muss ich natürlich noch hinterschreiben. Dann ist es leicht, dann muss ich bloß das Integral von 2 bis 4 bilden über x minus 1 in Klammern mal dx. Und das ist dann schon fast geschenkt. Was hast du noch raus? Naja, werden wir sehen. Dann machen wir es eben doch. Ganz kurz gesagt, also wenn man das jetzt mal ausrechnet, in den Grenzen von 2 bis 4 ergibt sich hier vorne 4, hier hinten 0. Und dann hätten wir das durch. Aber darum geht es nicht. Jetzt macht mal die Polynomdivision mit diesem blöden Term. X² minus 1 durch x plus 1. Macht das mal in der Zeit. Auch wenn es jetzt ungewöhnlich aussieht, wenn ich jetzt von dem oberen Term hier noch minus x abziehe, tja, da ist nichts abzuziehen, es bleibt minus x übrig. Und die minus 1, die schreibe ich mit dazu. Das ist das, was jetzt hier übrig bleibt von dem ganzen Prozess. Und jetzt machen wir ruhig Doppeltour weiter. Minus x durch x, ach so, habe ich schon hingeschrieben, ist minus 1. Minus 1 mal x ist minus x. Minus 1 mal plus 1 ist minus 1. Und ganz stur den ganzen Kram voneinander abziehen. Minus mal Minus, hier hinten ergibt sich nur 0 und hier ergibt sich auch nichts mehr. Also bleibt der Rest. Und das ist ja das, was wir hier letzten Endes hier oben haben. Hier, das Ding ist das Ding. Das hat also so auch funktioniert. Obwohl es blöd aussieht. Das ist wie so eine Art
Ich teile 303 durch 3. Was mache ich? Ich sage, 3 durch 3 ist 1, 1 mal 3 ist 3. Ich ziehe diese 3 ab, bleibt nichts übrig. Jetzt hole ich mir eine 0. Da ist nichts abzuziehen. 0 durch 3 ist 0. So ähnlich ist das. Und jetzt hole ich mir eine 3 und dann, ne, logisch. Okay, so. Fassen wir nochmal zusammen. Das heißt also, mit Polynomdivisionen kann man sich auch rantasten an solche Dinge, wenn man das hier so nicht hinbekommt. Solange man das erkennt, dass es eine dritte binomische Formel ist, kein Problem. Jetzt wagen wir uns mal wirklich an eine richtig schicke Polynomdivision ran. Einfach so. Ich kann schon eins versprechen. Nee, wir wagen uns noch nicht dran. Ich kann schon mal eins versprechen. Wir nehmen mal noch ein Beispiel zum Üben und ihr werdet gleich sagen, oh, Und da kann ich aber schon versprechen, schlimmer wird es nicht kommen. Und zwar folgendes Beispiel. Das Integral von 1 bis 4 über x² minus 3 geteilt durch x. Hier ist mit Polynomdivision höchstwahrscheinlich nichts zu machen. Aber ich kann es versprechen, schaut im Buch nach, schlimmer kommt es nicht. Was machen wir aus diesem Ding hier? Ja, das machen wir ganz einfach, ganz praktisch, wie wir es in der 8. und 9. Klasse gemacht haben. Wir splitten den Bruch auf, schreiben das auseinander, kürzen uns den Kram zusammen und dann haben wir hier x² durch x ist x minus 3 mal x hoch minus 1. Den ganzen Kram mal dx. Und schon geht es wieder leichter. Macht mal übungsweise aus diesem Ding was. Rechnet mal schnell das Integral aus. Dazu, wenn ich das integriere, x² halbe ist nicht das Problem. Minus 3 kann ich hinschreiben, x hoch 0 kann ich hinschreiben, ich muss aber durch den neuen Exponenten teilen. Hier gibt es ein Problem. Und das deckt, sagte man mir hier schon, das deckt ja auch ein bisschen die Lücke auf, dass an der Stelle etwas nicht integrierbar ist. Das geht nicht. Bei 0, wenn ich hier unten drunter eine 0 stehen habe, das Problem kommt hier wieder. Jetzt müssen wir mal im Tafelwerk nachgucken, man kann sich teilweise behelfen. Wir gucken mal. Also, wir lassen es jetzt mal hier stehen, aber ich mache mal, Achtung, darunter. Hier, da steckt das Problem. So, jetzt gucken wir mal ein bisschen im Tafelwerk nach. Hier an dieser Stelle mit dem Achtung. Jetzt gehen wir nochmal wegen dieses Achtungszeichens, gehen wir nochmal ins Tafelwerk. Da steht auch ein Integral, jetzt mal ein unbestimmtes, über 1 durch x, was ja nichts anderes ist wie x hoch minus 1 dx. Das kann auch sein, dass das bei manchen so steht, dx durch x. Ne, dx mal dx heißt ja oben auf dem Bruchstrich drauf. So kann das auch da stehen. So, und das also ganz allgemein. Da finden wir Folgendes. Und das haben wir mal rausgeschrieben. Also das Integral über sowas hier, dx durch x oder 1 durch x dx, beziehungsweise x hoch minus 1. Ich leite das jetzt nicht her, das dauert zu lange. Ist der natürliche Logarithmus, natürlicher Logarithmus oder Logarithmus naturalis des Betrages von x plus c und jetzt mit verschiedenen Varianten. Also einfach so, beziehungsweise von minus x plus c, jeweils wenn x dies oder das oder sonst was ist. Und genau das Problem haben wir hier. Aber wir können mal gucken, wie ist es denn wirklich? Das ist Abschrieb aus dem Tafelwerk hier. Das ist direkt abgeschrieben, dieser Teil hier. Den kann man direkt aus dem Tafelwerk übernehmen. Aber ich möchte nochmal das Augenmerk auf diese Bedingungen legen. Jetzt guckt mal, was passiert. Wir wollten das Integral von 1 bis 4 bilden. Wir setzen ja später dann x und so weiter ein. Ne? Also, was müssen wir machen? Welche Variante müssen wir nehmen? Wir müssen die größere nehmen. Wir können also ruhig sagen, ist ln x plus c, weil ja x größer 0 werden wird. Deswegen habe ich auch diese Variante hier genommen. Bis dahin klar? Nochmal zur Erinnerung, der Logarithmus naturalis, dieser hier, der ist eigentlich ausgeschrieben, der Logarithmus zur Basis e von x. Das ist damit gemeint. Ist gleich tralala. So, warum aber hier eine positive Zahl unbedingt sein muss. Wie sieht denn die Logarithmuskurve aus? Was passiert hier an der Stelle? Schwupp, so sieht die aus. Die geht gar nicht unter 0. Daher kommt das. Das war y, das war x.
Das bloß nochmal zur Erinnerung. Daher kommt das. Also wir können nur mit positiven Zahlen arbeiten, sonst funktioniert das nicht. Achtung, jetzt könnte ich sagen, hier ist ja x negativ, aber naja, machen wir später. Also bevor wir dann noch diese Übung starten, wie gesagt, Asymptoten und Ähnliches, das kommt später noch, nochmal schnell zu diesem Bereich des Tafelwerkes, wo spezielle Funktionen abgeleitet, schon fertig abgeleitet dargestellt werden, ohne dass man sie herleiten muss. Und da ist nur ein Beispiel, eine Ableitung, also f' von x, f von x sei Sinus x und dann steht dahinter Sinus von x und dann steht dahinter, was ist denn dann f' von x und da steht dann, ist gleich Cosinus x. Wir müssen uns an der Stelle bloß nochmal mit Folgendem beschäftigen. Es geht um den sogenannten Anstieg. Wenn ich hier eine Sinusfunktion habe und so weiter und ich habe vor, mal den Anstieg hier in den Punkt 0 anzugucken, dann sieht der wirklich aus wie 45 Grad, ne? Der Anstieg. Hier, das scheint ein 45 Grad Winkel zu sein. Und hier der Anstieg im Maximum ist logischerweise 0. Hier ist er auch 0. Hier beim Minimum. Und hier ist er minus 45 Grad. Na, jetzt habe ich das ein bisschen hässlich gezeichnet. Also wenn ich die Kurve besser gemacht hätte, genau in dem Punkt haben wir minus 45 Grad. Ich sage aber nicht 45 Grad dazu, sondern ich sage, m ist hier 1. M gleich 1. Und m ist nun mal die Ableitung. Hier ist m 0. Hier ist m auch gleich 0. Hier an der Stelle ist m minus 1. So, und wenn ich mir schon alleine diese Werte angucke, dann kann ich sagen, wenn m hier 1 ist, wir wissen ja, dass die Achsenbezeichnungen in diesem Fall bloß von 1 bis minus 1 gehen, bei Sinus x, ne? Nicht bei 3 Sinus x, sondern bei Sinus x. So, dann bewegt sich das innerhalb dieses Intervalls von 1 bis minus 1 runter und hoch. Und jetzt schnappe ich nochmal lila und nehme m minus 1 und zeichne einfach hier mal den Kurvenverlauf von f' von x ein, dann würde ich hier beginnen, würde hier bei 0 landen, würde hier bei minus 1 landen, würde hier wieder bei 0 landen und so weiter. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht man, ich könnte jetzt auch Zwischenwerte bilden, habe ich jetzt mal keine Lust drauf. Ach, hier hinten habe ich das x vergessen. Daher kommt sowas und das hat man uns alles erspart, deswegen gibt es solche Spezialfunktionswerte da. So, rein videomäßig schließen wir die ganze Sache mal ab. Ich werde es trotzdem nochmal aufnehmen für alle die nochmal sich an eine richtige knallharte Polynomdivision ranwagen. Scheinbar knallhart, sieht bloß so blöde aus. Ich mache mal an der Stelle Pause und schreibe mal die Funktion hin. Wir üben mal noch und dann hören wir für heute auf. Wenn ich so ein blödes Integral da stehen habe, hier sollte ich mich mit Polynomdivision ranwagen. Wir machen jetzt aber, also mir geht es jetzt gar nicht mal um dieses Integral, das können wir alles später mal machen, sondern wir möchten mal diesen Ausdruck hier oben, die x hoch 3 plus 6x² minus 67x minus 360 durch x minus 8 teilen. Macht das mal und dann gucken wir mal, wie wir weiterkommen und was wir da noch machen können. Also das ist jetzt pure Schreiberei. Da haben wir raus x² plus 14x plus 45. Wer kann mir jetzt schon bloß vom Angucken sagen, wie sind die anderen beiden Linearfaktoren? Ich erinnere, das ist ein Linearfaktor. Hier könnte man zum Beispiel sagen, x01 ist gleich 8. Hätten wir das schon mal. Wie sehen die anderen beiden Linearfaktoren aus? Also in Klammern x plus noch was oder so. Sieht man an und Gesundheit. Also wenn man aus der 14 und der 45 ein bisschen mit dem Satz von wie Eta, wenn man da noch ein bisschen sich dran erinnert, dann wird man was finden. Oder man muss mit PQ-Formel rangehen. Aber nach wie Eta, hast du es? Nochmal zur Erinnerung. Hier die 14 entsteht aus Tralala plus Hopsasa und hinten die 45 aus Tralala mal Hopsasa. Und jetzt haben wir es. Ne? Also können wir sagen, 9 plus 5 ist 14 und 9 mal 5 ist 45. Das bloß mal so als alten Tricksatz von Vieta. Aber das, wie gesagt, das erkennt man selten, dass es so schön gerade klappt. Man kann es auch mit PQ-Formeln lösen. Demzufolge, wenn ich mir die Zahlen angucke, hier habe ich praktisch meine nächsten Nullstellen, dann könnte ich sagen, naja, dann müsste
x02 und x03 wie folgt lauten. Und zwar, erstmal schnell. So, also hier nochmal zu dieser Nullstelle. Diese x01 ist 8. Wenn ich hier eine 8 einsetze, ist der lineare Faktor, wird der 0. Peng, wird mein ganzes Dings 0, meine ganze Gleichung 0, die ich da aufstelle. Also müsste der Rest dann so aussehen, dass wir dann schreiben, ich könnte die Gleichung so schreiben, 0 ist gleich in Klammern x minus 8, das war meine erste Nullstelle, mal, na, wie schreiben wir es jetzt? X plus 9 mal in Klammern x plus 5, passt noch gerade so hin. Klar, warum? Jetzt haben wir das Ding in Linearfaktoren aufgespalten. Das Wichtige war aber, einmal diese Polynomdivision durchzuziehen. So, mit so einem Term komme ich jetzt mit dem Integral nicht weiter. Da lässt sich nichts machen. Zweck der Übung war, hier weiterzukommen. Wie müsste ich denn jetzt diesen Term hier oben, hier, wie müsste ich denn jetzt den aufschreiben? Anders, wenn ich einmal dividiert habe. Diesen Term hier oben. Genau, wir könnten das Integral über x² plus 14x plus 45 bilden. Wir haben aber durch dieses Vereinfachen mittels Polynomdivision uns eventuell um dieses Achtungszeichen gebracht. Hier ist wieder ein Achtungszeichen. Nämlich, x darf nicht 8 sein. An der Stelle habe ich wieder, habe ich eine Asymptote oder habe ich eine Lücke? Uns nochmal mit sowas beschäftigt. Achtung, hier kriegen wir nochmal eine Gefahrenstelle bei 8 ist höchstwahrscheinlich eine Polstelle und eine Asymptote. Also so wie wir hier in unserem Beispiel dann mal schnell uns eine Wertetabelle hingemalt haben, 10 durch x minus 3, wird dann auch die Asymptote bei 3 nicht berührt werden. So ähnlich wird es dann auch laufen. Wir hören an der Stelle auf. Ich sage schon mal beinahe schönes Wochenende.